Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, das niemand kaufen will, ist es das beste Produkt oder die beste Dienstleistung der Welt nicht wert? Dieses Zitat von Steve Jobs zeigt, warum es wichtig ist, ein Produkt oder eine Dienstleistung richtig zu positionieren. Sie können das beste Angebot der Welt haben, aber wenn es nicht richtig positioniert ist, wird es nie den gewünschten Erfolg haben. In diesem Video werde ich aufzeigen, wie wichtig es ist, eben ein Produkt oder eine Dienstleistung richtig zu positionieren und wie die Lösung darin liegt, neue Blickwinkel zu finden. So können Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung richtig positionieren. Das klingt immer so schön in der Theorie, aber ich möchte in diesem Video auch in der Praxis zeigen, wie wir das angehen können. Also wir werden in diesem Video sehr viel an meinem Screen arbeiten und wenn Sie bis zum Schluss dranbleiben, werde ich schon ja, so eine Kostprobe geben von dem, was in einem Teil 2 vom Video kommen wird. Und das war die Grundlage dafür, dass wir unsere Werbung wirklich massiv skalieren konnten. Ich würde sagen, es war wie eigentlich die größte Erkenntnis in den letzten 6 Monaten, die wir hatten hier bei Swiss Made Marketing. Wechseln wir mal auf mein Screen. Wir benutzen sehr, sehr gerne unser KI-Tool, das nennt sich Copy Cockpit. Dieses Tool benutzt die modernste künstliche Intelligenz und kann für ganz viele Anwendungsfälle eingesetzt werden. Und wir werden das jetzt heute in diesem Video auch dafür verwenden, um neue Blickwinkel zu finden. Weil vielleicht haben Sie ein Coaching-Business. Ich habe hier ein Projekt eröffnet. Schauen wir uns das kurz an. Power-Up Motivationscoaching. Und ich habe hier einfach mal als Beispiel hingeschrieben, dieser Coach hilft Selbstständigen, ihre Ziele zu erreichen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen mit professionellem Motivationscoaching. Das ist sicherlich schon mal ein sehr guter Ansatz, oder dass klar formuliert ist, um was es geht. Die Frage ist jetzt, genügt das? Genügt diese Grundzusammenfassung jetzt für eine erfolgreiche Positionierung? Dafür wechseln wir hier in ein ganz neues Tool, was wir in der Kategorie Storytelling gemacht haben. Weil Positionierung hat sehr viel eben mit Storytelling zu tun. Damit eine Geschichte zu erzählen oder einfach darüber zu sprechen, darüber zu erzählen, was man macht. In dieser Kategorie haben wir schon sehr viele Tools, die einem hier eine Wahnsinnshilfe sein können. Aber speziell möchte ich etwas Neues vorstellen. Und zwar haben wir ein Tool, das nennt sich Blickwinkel-Grundideen. Und ich denke, das, was ich eingangs erklärt habe mit dieser Positionierung, können wir am besten hier einfach mal mit einem Fallbeispiel miteinander durchspielen. Wir sind also ein Coach, bieten Motivationscoaching für Selbstständige an. Und das können wir hier mal so eingeben. Und mit diesem Tool können wir jetzt mal nach kreativen neuen Ideen suchen. Ja gut, wie kann ich jetzt dieses Thema erfolgreich positionieren? Was sind mögliche neue Blickwinkel? Weil als Coach habe ich wahrscheinlich immer vor Augen die Klienten, die ich betreue. Ich sehe diese selbstständigen Personen mit ihren Problemen und das ist meine Sichtweise, ja? Aber das wird vielleicht nicht die richtige Sichtweise sein, um neue Menschen für dieses Coaching-Thema zu erreichen. Und dieses Prinzip gilt für alle Produkte und alle Dienstleistungen. Und wir sehen hier schon eine wunderbare Vielfalt an neuen Möglichkeiten, wie wir eine ganz neue Sichtweise kriegen können für, ja, halt irgendein Business. Wir sehen hier quasi in jedem Block, wir haben hier so Textblöcke, die die KI uns generiert. Für jeden Block haben wir 4 bis 5 Ideen und diese Ideen, also diese Blickwinkel, mögliche Positionierungen also, werden noch ergänzt. Und wir sehen hier schon eben, ein Motivationscoach könnte mit dem Blickwinkel innerer Schweinehund eine Positionierung aufbauen. Das bedeutet eine Positionierung. Also ich positioniere mich zum Beispiel online. Das heißt, ich erstelle eine Werbung oder vielleicht schreibe ich einen Fachartikel oder ich möchte mit einem Partner zusammen eine Präsentation auf die Beine stellen. Ich muss ja irgendwo von einem Ausgangspunkt starten und mit dieser Sichtweise dann über mein Thema sprechen können. Und hier haben wir im Prinzip den perfekten Ideengenerator. Gerade für die, die eben Mühe haben, aus der eigenen Sichtweise sich zu befreien und das Thema aus anderen Perspektiven zu betrachten, ist das einfach genial.
Hier haben wir auch Angst vor dem Scheitern. Oder Erfolg natürlich, Potenzial, hier rechts Wachstum, Stress, Veränderung, Balance, der rote Faden. So genial, natürlich. Ja, hier geht es vielleicht ein bisschen an kreativ, Drachen töten, wie wichtig es ist, sich selbst zu motivieren und Ängste zu überwinden, um sein volles Potenzial zu entfalten. Finde ich spannend, vielleicht war es ein bisschen zu kreativ, aber dann hier, Motor im Leben, Höhen und Tiefen, Antrieb, Geduld, Konkurrenz, Kreativität, also dass wir irgendetwas zum Thema Kreativität schreiben. Und das ist letztendlich die Auflösung. Wie positioniere ich mich erfolgreich? Ich brainstorme, ich suche nach ganz neuen Ansätzen, wie ich mein Thema illustrieren kann. Man kann sich vielleicht vorstellen, ja, jemand malt ein Bild über mein Thema. Wie würde das ausschauen? Und hier haben wir ganz viele Ideen, wie das ausschauen könnte. Und das ist letztendlich der Schlüssel für viele Werbeaktionen. Also wir haben lange den Fehler gemacht bei Swiss Made Marketing, dass wir uns sehr stark fokussiert haben auf sehr detaillierte Einstellungen, wie wir die Online-Werbung gestaltet haben. Bis wir auf einmal bemerkt haben, es ist schon gut und recht und klar kann man da einiges optimieren. Aber das ganz große Potenzial liegt darin, neue Sichtweisen zu finden, weil jeder Mensch spricht auf einen anderen Punkt an. Und wenn wir jetzt nur eine Sichtweise verwenden für unsere Werbung als Beispiel, da ist es ja immer diesen einen Topf, den wir bedienen, also es ist ja nur immer diesen einen Kreis von Menschen sozusagen, die dann sich angesprochen fühlen. Hingegen, wenn wir jetzt mit mehreren Sichtweisen beginnen, Werbung zu schalten, haben wir sofort ganz viele neue Kreise, die wir erstellen. Das ist der Schlüssel, um in eine ganz neue Dimension zu gelangen, zum Beispiel in der Online-Werbung, aber ich denke auch in vielen anderen Bereichen des Marketings. Und ich hatte ja versprochen, noch ein bisschen einen Einblick oder quasi ein Muster zu geben, wie es dann im Teil 2 weitergehen könnte, weil Teil 2 ist, ja, cool, ich habe hier sehr tolle Ideen, wie man das eigene Thema bewerben könnte. Und ich schaue mal ganz kurz, was mich so am meisten... Also ich fand das mit dem inneren Schweinehund fand ich ziemlich cool. Ich kopiere mal diese Idee. So. Und ja, was ist jetzt der nächste Schritt? Der nächste Schritt könnte sein, ich möchte diese Sichtweise benutzen, um mit Facebook eine Werbeanzeige zu schalten. Und wir hatten ja schon länger Tools in diesem Tool, Copy Cockpit, mit denen man Werbeanzeigen gestalten konnte, also vom Text her vorschlagen konnte. Und neu gibt es dieses Tool, das nennt sich Facebook-Anzeige Blickwinkel. Wenn wir hier einmal draufklicken und entsprechend wieder unser bestehendes Projekt auswählen, die Grundparameter hinterlegt haben, haben wir in diesem Tool die Möglichkeit, noch zusätzlich zu sagen, okay, das ist die Firma, aber ich möchte jetzt für diese Blickwinkel-Idee, dass mir die KI eine komplette Werbeanzeige zusammenstellt. Und das wird im Teil 2 der Serie jetzt von diesen Videos, die wir machen, Thema sein, wo wir hier in die Tiefe gehen, wie wir das am besten einsetzen können. Aber Sie sehen hier schon, in welche Richtung das gehen könnte. Das Tool schlägt uns ein konkretes Format vor, zum Beispiel ein Bild, beschreibt oder macht einen Vorschlag, was in diesem Bild vorkommen könnte. Und schlägt sogar vor, wie die Überschrift und den Text von der Werbung, also von der Anzeige, ausschauen könnte. Es ist auch das, was mit größter Wahrscheinlichkeit Ihr Thema zum Erfolg bringen kann, wenn es um die Kommunikation geht. Und aus dem Grund zögern Sie nicht, abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal, damit Sie auch informiert werden, sobald das nächste Video online ist. Und in der Beschreibung finden Sie auch weiterführende Infos zum Tool Copy Cockpit und zu unserer Firma Swiss Made Marketing. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Freude beim Reflektieren über dieses Thema. Was könnte für Sie ein neuer, kreativer Blickwinkel sein?